Hallo und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich letzten geplanten Video auf diesem Kanal. Eigentlich wäre dieses Video erst nach The Witcher 2 geplant gewesen, aber ich musste es vorziehen. Geneigte Zuseher und Rinnen haben es wohl aus dem Titel schon erahnen können, aber ich muss es dennoch aussprechen. Das Projekt Kuron LP ist beendet. Auf meinem Blog auf WordPress habe ich auch einen kleinen Artikel dazu veröffentlicht, zeitgleich mit diesem Video, wenn es mir gelungen ist, beides abzugleichen. Was werden wir also heute tun in diesem schicksalhaften Video, welches das Ende der Welt bedeuten könnte? Wir werden durch die Zeit reisen, ziemlich genau 2 Jahre zurück, und werden uns ansehen, wo Kuron LP begann, wie er sich entwickelte und was alles möglicherweise auch hinter den Kulissen ablief. Aber nichts allzu Privates, versteht sich. Ach ja, und übrigens, ich spreche hier nicht als Kuron zu euch, diese Rolle habe ich abgelegt, auch wenn doch das meiste sich mit Manuel überschneidet, also mir. Wie genau kam es also jetzt zu dem doch relativ schnellen Entschluss, den Kanal hinter mir zu lassen? Tja, lasst mich dazu ganz kurz meine neu entworfenen Bauchbinden oder Lower Thirds, wie sie im Englischen heißen, schnappen und wir holen ein wenig aus, steigen in unsere Zeitmaschine und reisen in den Juli 2014. Ich hatte mir damals von meinem gesamten Ersparten einen PC gekauft, selbst online zusammengestellt, von einem Mitarbeiter der Montagefirma begutachten, zusammenbauen und schicken lassen. Ich war damals in einer sehr maroden Beziehung, war als Zivildiener tätig, bekam kaum 400 Euro pro Monat und hatte mich sehr zurückgezogen. Wieso zurückgezogen? Naja, Grund 1 war die marode Beziehung. Ich gehe hier nicht auf Details ein, aber zu wissen, was die Partnerin abseits deiner selbst treibt und es sich aus finanziellen Gründen gefallen zu lassen, ist nicht gut für die Psyche. Überhaupt dann nicht, wenn Grund 2 noch dazukommt, das geringe Einkommen. Mit 400 Euro pro Monat lebt man auch nicht unbedingt auf großem Fuße, beim Wocheneinkauf nicht und privat bei Aktivitäten mit Freunden schon gar nicht. Da ich weder in der Schuld meiner damaligen Freunde stehen wollte, noch gut mit Geld umgehen konnte oder eher bis heute kann, entschloss ich mich, keine Aktivitäten mehr mitzumachen, die Geld kosteten oder wo man leicht dazu verleitet wird, welches auszugeben. Also blieb ich zu Hause und hatte als mehr oder weniger einzigen Kontakt meine damalige Freundin. Ich denke, meine Verfassung im September bzw. Oktober 2014 bei unserer Trennung, geprägt von Wut, Trauer, Enttäuschung, Selbsthass und ähnlichen Gefühlen, ist nachzuvollziehen. Auch wenn ich größtenteils selbst daran schuld war. Und das war die endgültige Geburt von Kuron LP. Natürlich, der Name und die Idee waren schon vorher da, aber den Entschluss fasste ich erst, als ich meine Situation damals richtig begriff und verstand. Ich war schlicht und ergreifend einsam, müde und vielleicht, auch wenn ich kein Experte bin, ein klein wenig depressiv. Ich brauchte Ablenkung, einen Erfolgsmoment, etwas, worauf ich mich freuen konnte. Kuron. Ich organisierte mir also Test- und Vollversionen diverser Aufnahmeprogramme, las mich ins Thema Videobearbeitung ein, schaute YouTube-Tutorials zum Thema Rendern wie Gronkh und versuchte mich selbst daran. Mit Erfolg. Lasst uns nun übergehen zu einer kleinen Aufzählung aller meiner Let's Plays und einem kleinen Kommentar meinerseits dazu, so als kleinen Rückblick. The Plan. Ihr kennt The Plan nicht? Dieses kleine Minigame mit der Fliege und dem denkwürdigen Ende? In Vergessenheit geraten und, selbst von mir in meinem Artikel auf WordPress vergessen, ich hoffe, das ändere ich noch, ist The Plan dennoch mein erstes Let's Play. Mit einer ganz kurzen Dauer von 9 Minuten und nur einer Folge ein Mini-Let's Play, aber es ist durchgespielt. Hochgeladen habe ich es am 29.11.2014. Minecraft. Nun, was soll man sagen? Auch ich habe, so wenig man dieser Tatsache auch Glauben schenken möchte,
mit Minecraft angefangen. Und ich hatte den einfachen Grund dafür, damit das freie Sprechen oder eher sinnfreie Labern schneller lernen zu können, wenn ich mich einfach ins sprichwörtliche kalte Wasser stürze. Mit einer Länge von 63 Folgen, nicht unbedingt sehr lang, doch die Gründe dafür sind auch gerne in meinem Artikel nachzulesen. The Stanley Parable. Aha. Während Minecraft noch lief, kam mir in den Sinn, dass ich doch möglicherweise noch ein zweites Spiel ausprobieren möchte, und das war dann The Stanley Parable. Ein Spiel, in dem es darum geht, mit Stanley die abstrusesten Enden zu erreichen, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Dieses Spiel hatte ich unter anderem deswegen begonnen, um die unglaubliche Eintönigkeit von Minecraft aufzulockern. Pause. Was passiert, wenn man gerade etwas neu angefangen hat, das relativ gut läuft und man Spaß daran hat? Richtig, es wird etwas kaputt. Und zwar, mein PC hatte einen Wackelkontakt, fragt mich nicht mehr wo, aber irgendwie hatte ich es geschafft, ohne den PC zu bewegen, ein Kabel zu lockern, was dazu führte, dass jedes Mal, wenn ein aufwendiger Rechenvorgang startete, also ein Spiel oder ein Renderprozess, der PC einfach mit Bluescreen of Death crashte und ich nichts mehr machen konnte. Mit der Hilfe der Fernwartung des Herstellers und meinem eigenen Einsatz konnte ich dieses Problem allerdings beheben und machte am 24.12.2014 weiter, dem Tag, ab dem ich jeden Tag ein Video hochlud. Bis vor kurzem jedenfalls. Silence of the Sleep. Dieses geniale Stück Software von Indie-Entwickler Jesse Makkonen, einem, ich vermute es zumindest, bitte nicht schlagen, Schweden mit großartiger, wenn auch dunkler Fantasie und Kreativität, ist sehr minimalistisch gehalten, aber überzeugt mit seiner Stimmung, seinem Design und vor allem mit seiner Story, die zum Ende hin sehr spannend wird, fast nervenzerfetzend möchte man sagen. Bis heute halte ich dieses Spiel hoch und preise es auf meinem Kanal an. Metro. Mit Metro 2033 beginnend habe ich auch die Metro-Reihe gespielt, in der Redux-Version allerdings. Geniale Spiele mit einer dunklen, aber überwältigenden Bildsprache, einer überzeugenden Welt in den Tunneln der Moskauer U-Bahn und einer Story, die fast klischeehaft rüberkommt, aber definitiv spielenswert. Starbound. Wer kennt es nicht? Das legendäre Starbound-LP von Gronkh und Turbinator. Meines war bei weitem nicht so gut. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, dass ich das möglicherweise auch hinbekomme, aber falsch gedacht, denn nach 78 Folgen war Schluss und vorbei, zugunsten eines anderen großartigen Spiels, das bereits parallel lief. Wir legen den Schalter um, lassen uns fallen und sehen ihn. Spyro the Dragon. Ja, ein denkwürdiges Spiel, sehr mit meiner Kindheit verbunden, in der ich dieses Kackspiel einfach nicht durchspielen konnte, weil ich zu dumm zum Speichern war. Aber lassen wir das. Der kleine Lederdrache hat einfach Kultstatus, bei mir sowie bei vielen anderen, denn dieses Spiel sollte mir einen Zuseher bzw. eine Zuseherin bescheren, die mir nunmehr seit dem 5. Mai 2015 jeden Tag einen Kommentar hinterließ. Die Rede ist natürlich von der Person, die wahrscheinlich auch hier schon das Eingabefeld für Kommentare fast vollgeschrieben hat. Hallo Missura. Spyro war übrigens auch das Spiel, das ich als erstes auf Twitch aufgenommen hatte und dann nach Bearbeitung in Folgen zerteilt und auf YouTube veröffentlichte. Als Live-LP sozusagen. Mini-LPs.
Während meiner Schaffensphase auf YouTube hatte ich auch einige Mini-LPs gemacht, wie zum Beispiel Powerpuff Girls, The Way of Life, Plug and Play und auch Portal 2 Community Maps, das ich nie weitergemacht hatte. Warum? Keine Ahnung, war nicht von Priorität. Für die jüngere Zielgruppe. The Witcher 3 Wild Hunt. Als ob es berechnet gewesen wäre, just 2 Tage nach Ende von Spyro kam The Witcher 3 raus, das Spiel aus dem polnischen Hause CD Projekt Red, das Sinn meines Kanals werden sollte. Dazu später mehr. Ich hatte die Trailer gesehen, saß ganz vorne im Hype-Train, wartete darauf und machte durch, als es dann endlich rauskommen sollte. Geplanter Release war 0 Uhr. Gekommen ist es dann erst um 2. Bis ich es eingestellt hatte, war es bestimmt 3 Uhr und dann nahm ich auf. Dieses grandiose Spiel sieht gut aus, funktioniert, hat eine Tiefe, Detailreichtum, eine tolle Hauptstory, sehr gute Nebenstories, viele Quests, viel Loot. Einfach alles. Es basiert sogar auf einer Buchreihe, wie ich herausfand. Und die las ich dann auch. Das LP des Hauptspiels dauerte 139 Folgen und ich habe immer noch die Fragezeichen auf Skellige zu mehr als der Hälfte nicht gemacht. Schande über mich. Es dauerte keinen Monat nach Beginn von The Witcher 3, dass ich mich fragte, wie kann ich mein Glück jetzt noch sabotieren? Ach ja, mit einem Let's Test bzw. Let's Play zu Inverbis Virtus. Die Freude in meiner Stimme lässt darauf schließen, wie viel Spaß dieses Spiel gemacht hat. Anfangs begeistert von dem Spiel, entschloss ich mich, aus dem Let's Test ein Let's Play zu machen und bis zu den ersten Kackrätseln war ich auch guter Dinge, bis mich die gesprochenen Zaubersprüche, ja, das war das Spiel mit den Zaubersprüchen, die man selbst sprechen musste, die Schwierigkeit der Rätsel und die verwirrenden Maps einfach nur nervten und ich das halbe Spiel mit Gesamtlösung durchprügelte. Hauptsache durchspielen. Alan Wake. Als nächstes ins Visier genommen. Dieses Meisterwerk von Remedy, einer, soweit ich weiß, isländischen Produktionsfirma, spielt sich wie ein Buch. So ist es auch gewollt, denn der Protagonist ist ein Autor. Zuerst für die Konsole entwickelt und dann auf den PC portiert, ist dieses Spiel bis auf die Steuerung sehr gut bis ausgezeichnet und bietet gutes altes Horrorfeeling im Sinne von Nervenkitzel, Spannung und Geschehnissen, die man nicht erwarten würde. Doch pausierte ich das Spiel dennoch zugunsten von The Witcher 3, welches mir mehr Spaß machte, bis ich es nach dessen Ende durchspielte. The Beginner's Guide. Wie? Was? Der Entwickler von The Stanley Parable hat ein neues Spiel gemacht? Nichts wie her damit, dachte ich mir und begann nach Alan Wake mit The Beginner's Guide. Ein sehr gut umgesetztes Spiel, in dem einem der Erzähler, also der Entwickler des Spiels, von einem alten Bekannten berichtete, der Spiele nur für sich selbst programmierte. Aber was das mit Gesellschaftskritik zu tun hat, wie ich es in der Bauchbinde geschrieben habe, das weiß ich selbst nicht mehr. The Witcher 3 Hearts of Stone. Erneut bei Navi abgezählt, endete The Beginner's Guide und ich konnte wenige Tage nach Release mit Hearts of Stone, der ersten Erweiterung zu The Witcher 3, starten. Ein unbeschreiblich guter DLC, perfekte Story, man weiß bis zum Schluss nicht, wo man steht, wer der Feind ist, wer nicht, fühlt sich ständig bedroht und findet dann eine Entscheidung vor, die das Ende des Spiels maßgeblich beeinflusst. Perfekt gemacht, wieder 10 von 10 Sternen. Fallout 4. Der vierte Teil der Fallout-Serie beginnt damit, dass man sich einen Charakter erstellt, in eine Vault eingeschlossen wird und nach einem Kryoschlaf 200 Jahre später wieder aufwacht. Soweit, so gut. Auch die Detaildichte ist grandios, aber Bethesdas größte Schwäche ist das, was ich von einem Spiel haben möchte. Eine gute,
gut erzählte Story. Und da die Story von Fallout 4 weder gut noch gut erzählt ist, war mir schnell klar, dass ich keine lange Freude mit dem Spiel haben würde. Nach 72 Folgen unterbrach ich das insgesamt 111 Folgen lange Let's Play, um ein Wimmelbild zu spielen, einfach nur, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Grim Legends. Ja, dieses Spiel war interessant. Ein Wimmelbild-Adventure eben. Unaufgeräumte Häuser, komische Schlösser, unlogische Dinge, ganz normal. Verschwenden wir also keine Zeit damit und gehen über zum nächsten Spiel. Ohne eine Brücke oder ein Brett gelange ich nicht auf die andere Seite des Gerüsts. Grim Legends 2. Ja, jeder weiß okay. Doch, dass Otter. Naja, wenigstens kannte ich das Märchen, auf dem das Spiel basierte, schon vorher und hatte meine helle Freude an der Tatsache, dass ich dachte, es wäre von Andersen geschrieben worden. Nein, Andersen und die Gebrüder Grimm hatten beide Märchen, die so ähnlich gingen, aber ich glaube, das ist eher weniger interessant. Da ist unser Symbol. Ja, es muss einen anderen Weg geben, das ist toll, aber welchen anderen Weg? My name is Mayo. Ein sehr wertvoller Beitrag zu der Landschaft an Spielen, die nicht im Ansatz wertvoll sind. Ein kleiner Klicker für zwischendurch, gut dafür, sich Achievements zu sammeln und auf Steam ein perfektes Spiel zu haben. Sonst eher verstörend. Glaubt mir. Kommt da noch was? Ich glaube nicht, oder? The Night of the Rabbit. Das erste Daedalic Adventure, das sich auf meinen Kanal geschlichen hatte, war The Night of the Rabbit. Aufgenommen hatte ich die erste Hälfte schon Monate zuvor im Stream auf Twitch, war dann aber so enttäuscht vom Ende, dass ich bei einem anderen Streamer gesehen hatte, dass ich es nicht weitermachte und aus der Not heraus einfach die alten Streams geschnitten und gerendert habe, um Videos zu haben. Natürlich habe ich dann auch noch den Rest aufgenommen, aber mögen tue ich das Ende bis heute trotzdem nicht. Deponia. Wenn schon einmal Daedalic, dann gleich nochmal, dachte ich mir, und spielte vom Deponia 4 Hype aus gleich den ersten Teil durch und erfuhr, was es heißt, der lässigste der lässigen zu sein. Und bei Rufus kann man gar nicht anders, als auch Teil 2 gleich hinterherzuschieben. Ersatzpost, Katzenkasten, Putzmittel, Ersatzsack. Chaos auf Deponia. Gesagt, getan, Chaos auf Deponia ist genau wie Teil 1 sehr gut gelungen und Poki hat damit wieder mal ein Meisterstück abgelegt, so wie man es von ihm ja auch gewohnt ist. Rufus ist immer noch Rufus, Goal ist immer noch arm dran und der Rest rauft sich eh die Haare. Gut gemacht. Halt es noch einen Augenblick zurück. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst... Stardew Valley. Das Spiel, das ich während Deponia 1 und 2 spielte, war Stardew Valley. Ein Let's Play, das bis heute auf pausiert steht. Es sollte irgendwann weitergehen, doch so richtig Bock drauf hatte ich noch nicht. Trotzdem ist dieser liebliche 2D-Farming-Simulator ein geniales Spiel, sehr entspannend und hat einen großartigen Soundtrack. Eierjagd geliebt. Schon nie mehr, seit sie ein kleines... The Witcher 3, Blood and Wine. Das abschließende Kapitel zu Geralts Abenteuern. Was soll ich darüber nur sagen? Ein würdiger Abschluss dessen, was Schabkowski aufgebaut hat, mit CD Projekt Red weitergeführt und sich schlussendlich davon distanzierte.
mein absoluter Lieblingscharakter aus den Büchern, Emil, Regis, Rohelek, Terziev, Godefroy, der nette Vampir aus der Nachbarschaft, der eigentlich in den Büchern schon tot war, kommt wieder vor, die Story ist voll von Intrigen, die neue Map riesengroß und genau so, wenn nicht noch mehr detailverliebt gestaltet, wie die aus dem Hauptspiel. Die Musik ist einfach atemberaubend und im Allgemeinen ist dieses DLC das Großartigste, was die Welt der kostenpflichtigen Spieleerweiterungen jemals gesehen hat. Danke CD Projekt. Ein Gedanke. Nach Ende von Blood and Wine hatte ich nun insgesamt 235 Folgen von The Witcher 3 produziert. Das war damals, wenn man eine Folge pro Tag rechnet, knapp die Hälfte meiner Zeit, die ich da bereits Videos machte. Okay, sagen wir ein Drittel. Da hatte ich ein Gefühl, das mir sagte: Manuel, hör auf. Es ist vollendet. Hört auf. Und ich hätte es tun sollen. Ich hätte den Kanal wortlos hinter mir lassen sollen. Fertig und abgeschlossen, mit Schleifchen obendrauf. Es wäre der perfekte Abschluss gewesen. Meine Unvollendete. Kurons Tod und Manuels Wiedergeburt aus der Phönixasche. Gut, ihr merkt vielleicht, ich habe einen Hang zum Dramatischen entwickelt. Wahrscheinlich, weil ich gerade einen Teil meiner selbst abstoße. Nun, wie auch immer, ich entschied mich dagegen, wollte doch noch weitermachen, auch wenn mich mein Hund voll beanspruchte, den ich mir geholt hatte, meine Großmutter auf Trab hielt, mit der ich seit meinem Umzug Dezember 2015 wieder zusammenwohnte und die Pflichten im Haus kaum noch erledigen konnte, teils aus Faulheit, teils aus Kraftlosigkeit. Naja, wo waren wir? Ah ja, genau. Lost Lands. Was für ein Qualitätsbruch. Vom besten aller Spiele zu einem, wie sollte es auch anders sein, Wimmelbildspiel. Ein nicht annähernd gutes, nein sogar verbuggt wie sonst was. Nach 10 Folgen hatte ich einen Gamekiller, weil ich dem Spiel eine Geschwindigkeit zugemutet hatte, die es nicht vertrug. Ein Gegenstand wurde aus dem Inventar gelöscht, nicht an die Quest angerechnet und ich hätte es von Anfang an neu spielen müssen. Wollte ich aber nicht, weil es zu schlecht dafür war. Selbst Schuldspiel. Goodbye, Deponia. Der dritte und bis vor kurzem auch letzte Teil der Deponia-Reihe aus der Feder des großartigen Jan Müller-Michaelis, aka Poki von Dedelic. Ein Rufus, der plötzlich dazulernte, ein Klondebakel, ein Ende, das Tausende und Abertausende Fans aufschreien ließ. Ein erneutes Meisterstück. Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du da nur für einen Unsinn? Distrained. Das zweite Spiel von Silence of the Sleep Mastermind Jesse Markkonen, das viel zu kurz, viel zu schwach, in Klammern storybedingt, daherkam, einfach zu mainstreamisiert, würde ich meinen, um die Zielgruppe zu erhöhen, denke ich, aber daher auch viel schlechter. Versteht mich nicht falsch, es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es hat so viel Potenzial nicht genutzt, nur um leicht und verständlich zu bleiben. Um es mit den Worten Fabian Döhlers auszudrücken, schade. Last but not least, The Witcher. Das war ja easy. Ein tolles Spiel, das ich mir selbst kaputt gemacht habe. Einfach, weil ich mittlerweile an einem Punkt war und bin, wo ich mich zwingen muss, um aufzunehmen, weil ich einfach kaum Zeit habe, nicht gut schlafe und kein Interesse daran habe, meine spärlichen freien Stunden mit Videoproduktion zu verschwenden. Für ein Spiel, das mich nicht so vom Hocker reißt wie ein Witcher 3 oder ein Silence of the Sleep. Schade, wirklich schade, denn ich selbst habe mir The Witcher kaputt gemacht. Ein Spiel, das ich spielen wollte, seit ich The Witcher 3 begonnen hatte. Naja. Und damit wären wir im Hier und Jetzt angelangt. In meinem letzten Video habe ich gemeint, dass ich noch weitermachen werde, unregelmäßig zwar, aber dennoch. Heute weiß ich, dass damit nicht zu rechnen ist. Und das möchte ich auch so kommunizieren.
Jetzt noch ein Thema, das ich im Artikel zum Ende von Koron LP etwas genauer aufgegriffen habe. Das Projekt Koron LP. Ein Grundsatz lautete keine Eigenwerbung, ein anderer keine Werbung schalten. Ich habe beides bis zum Schluss gut eingehalten. Regel 1 mit einer oder zwei Ausnahmen, Regel 2 dann aber vor kurzem gebrochen, weil Facebook keine Fotos mehr haben wollte. Ich habe von Anfang an meine Videos über Facebook veröffentlicht, heißt einen Facebook-Beitrag dazu geschrieben mit dem Thumbnail und dem Link zum Video, und der wurde automatisch auf Twitter geteilt. Diese Beiträge waren geplant, immer direkt nach den Video-Uploads habe ich diese verfasst, also Tage im Voraus. Nun ist es so, dass man auf YouTube auch seine Videos planen kann, allerdings nur wenn man Partner ist, sprich die Monetarisierung anmacht. Also habe ich das getan und, wie im Artikel beschrieben, die Werbung ausgemacht. Bis YouTube das einige Tage später wieder selbstständig geändert hat und ich es aus Faulheit ließ. Tja, damit sind beide Regeln gebrochen, das Projekt gescheitert, zumindest so wie es angedacht war. Aber die Abonnentenzahl stimmt doch, oder? Nein, nicht so ganz. Natürlich, ich wollte nie das große Geld machen, habe nicht viel erwartet, weiß, wie unwahrscheinlich es ist, von jetzt auf gleich ein größerer YouTuber zu werden. Doch hätte ich zumindest mit mehr als 56 Abos und 3 aktiven Usern gerechnet. Zumindest 100 Abos und 20 aktive User wären toll gewesen. Aber das Leben pfeift ein anderes Lied. Abschließend kann ich sagen, dass es trotzdem eine tolle Zeit war, voller toller Spiele und vielen gut amüsierten Stunden, einiger Lacher, einigen Tränen, viel Schweiß und Arbeit, aber es hat sich ausgezahlt. Es ist eine Erfahrung, die ich mitnehmen werde, vielleicht mache ich es ja beim nächsten Mal besser, mal sehen. Ich jedenfalls spreche nun ein letztes Mal für Koron und mich. Und wünsche euch den schönsten aller Abende. Lasst es euch gut gehen und wie der Titel des Videos schon sagt, fahrt wohl.